Ausgabe von Japan.bizmao ist da. Herzlich willkommen aus Tokio. Der japanische Premierminister hielt sich in der vergangenen Woche zu einem Staatsbesuch in Washington auf. Angesichts der vielfältigen geopolitischen Herausforderungen war es ein Ziel der japanischen Regierung, auch mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen im Herbst des Jahres, die bilateralen Beziehungen noch einmal nachdrücklich zu stärken und auszubauen. Dementsprechend standen die Ergebnisse am Ende des Gipfels unter dem Motto Global Partners for the Future. 70 Abkommen wurden geschlossen. Sie umfassen die Zusammenarbeit in Bereichen wie Verteidigung, Raumfahrt, wirtschaftliche Sicherheit und Klimaschutz, künstliche Intelligenz, Fusionsenergie und auch Katastrophenschutz. Der Wirtschaftsverband Kedarren lobt zum Beispiel die Bedeutung der noch weiter vertieften Kooperation zwischen beiden Ländern. Denn beide Länder sind in vielerlei Hinsicht aufeinander angewiesen, insbesondere wenn es darum geht, ein Gegengewicht zum Einfluss Chinas im Indopazifik zu bilden. Hierbei ist Japan ein Schlüsselpartner für die USA. Und Japan hat ein ganz besonderes Interesse daran, sich gegen protektionistische Tendenzen in den USA zu wappnen. Hinzu kommt auch noch die Einbindung der Philippinen, wenn es um das Thema Rohstoffe geht. Die kürzlich veröffentlichte Geschäftsklimaumfrage unter deutschen Unternehmen in Japan hat erneut gezeigt, dass die Rekrutierung von qualifiziertem Personal mit 82% zu den größten Herausforderungen der Unternehmen zählt. Das gilt für Unternehmen aller Größen und Branchen. Nach einer gut 6-jährigen Aufbauphase bringt die AHK Japan nun die duale Ausbildung nach deutschem Vorbild nun auch nach Japan. Zusammen mit der asiatischen Daimler-Truck-Tochter Mitsubishi Fuso und BMW sowie zwei japanischen Berufsschulen liegt der Fokus zunächst auf der Kfz-Mechatroniker-Ausbildung. Der Lehrplan, der in Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern entwickelt wurde, kombiniert praktische und theoretische Einheiten, die auf die Bedürfnisse der Industrie zugeschnitten sind. Anders als im japanischen System üblich, erhalten die Azubis im dualen System neben der Ausbildung an sich auch schon eine Vergütung. Die Ausbildungsgebühren werden von den Unternehmen übernommen. Die duale Ausbildung bildet damit den Grundstein und die Basis für eine perspektivisch weitere Ausbildung zum Meister. Dieses Programm soll in Zukunft auch auf andere Berufe wie Maschinenbau, Logistik oder auch die Chemieindustrie ausgeweitet werden. In einer im Jahr 2023 durchgeführten Umfrage der Wirtschaftsauskunft Taitekoko Data Bank gaben mehr als 60% der japanischen Unternehmen an, generative künstliche Intelligenz bereits zu nutzen oder dies zu planen. Vor diesem Hintergrund ist es kaum überraschend, dass das auf künstliche Intelligenz spezialisierte Startup OpenAI sein erstes asiatisches Büro nun in Tokio eröffnet hat. Das Startup, besser bekannt durch ChatGPT, zielt darauf ab, den Markt zu entwickeln und natürlich hier in Japan Geschäftspotenziale zu erschließen. Laut CEO Sam Altman wird Japan eine ganz zentrale Rolle in dieser Strategie spielen. Der frühere Chef von Amazon Web Services in Japan wird die Unternehmensleitung dazu übernehmen. Japan erhofft sich durch diese Partnerschaft, sich gegenüber China positionieren zu können, den Übergang zu digitalen Dienstleistungen zu beschleunigen und den sich verschärfenden Arbeitskräftemangel mindern zu können. Zu den japanischen Kunden von OpenAI zählen bereits Unternehmen wie Toyota Motor und Daikin Industries sowie lokale japanische Behörden. Microsoft, Unterstützer des Startups, kündigte letzte Woche an, über die nächsten 2 Jahre 2,9 Milliarden US-Dollar in die Cloud- und KI-Infrastruktur Japans zu investieren. Das war's wieder für heute, liebe Zuhörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wie immer sind Sie natürlich herzlich eingeladen, sich über aktuelle Japan-Themen auch über unsere Infokanäle zu informieren. Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, die an dieser Ausgabe wieder mitgewirkt haben, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Ausgabe im Mai. Tschüss und auf Wiedersehen aus Tokio.